Moin Leute, da sind wir wieder mit einer Runde hier, weißt du? Football, VR Football. Wie WAT. Ne, wie WAF, habe ich ja gelernt, nicht? Bin auch Steher, mich mal echt am Schlauch, ne? Weißt du Bescheid. Also ist so, pass auf. Jetzt ist ein bisschen was anders heute, glaube ich. Müsste mir mal sagen, ob das vielleicht sogar besser ist. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie hat meine Mikrofoneinstellung abgekackt und es war plötzlich total leise. Ich bin ja eigentlich total laut, ne? Also eigentlich bin ich ja laut hier mikromäßig unterwegs. Aber diesmal war es total leise. Jetzt musste ich halt mal wieder ein bisschen was umstellen und dies und das und gesucht und gemacht und getan. Und jetzt denke ich, irgendwie geht das so. Ja, das ist noch nicht so, wie es vorher war. Auf keinen Fall so, wie es vorher war. Aber vielleicht ist es sogar besser als vorher. Ich bin mir nicht sicher, ne? Ihr könnt mir gerne mal eben einen reinlümmeln und dann kann ich euch sagen, ob ich das so lasse. So, wir sind jetzt hier mit der Lena Strohmann unterwegs. Ne, wir sind jetzt hier mit den Mädels unterwegs. Es gab schon wieder ein Update. Nummer 6. Nummer 6 diesmal, ne? Ein sechstes Update. Also im Moment scheint es wohl so zu sein, dass alle 2 Wochen spätestens irgendwie was kommt. Und das war ein großes Update. Also ziemlich groß, so von der Größe her, weißt du, so 800 oder so. MB, versteht sich. MB? Ja, sicher, MB. Und die kümmern sich, die machen hier ordentlich was Sachen, machen Sachen und so weiter und so fort. Und das läuft bei denen, ne? So, haben wir das auch geklärt. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Haben wir ein Spiel oder so? Ja, wir haben neue Sachen. Hier gibt es nämlich jetzt einen Jahreskalender, genau. Das ist so das einschneidendste Erlebnis, was wir jetzt haben. Habe ich ja gemeckert, man kann das ja nicht sehen, das weiß er ja noch, ne? In irgendeiner Folge habe ich mal geschimpft, dass man nur eine Woche sehen kann. Und jetzt kannst du wirklich das ganze Jahr, kannst du dir angucken, hier auch November, Dezember, bla bla, hin und her schalten. Hier fängt immer die Saison an, ne? Nehme ich mal an, dass das deswegen da vorne steht. Wir haben heute den 12. Wir können sogar sehen, was wir hier gerade machen, so, an Schwerpunkten. Also das finde ich schon mal äußerst gelungen. Jetzt ist die Frage, kann man hier auch irgendwas, natürlich nicht. Man kann jetzt nicht hier drauf drücken und sagen, so an dem Tag möchte ich gerne, was weiß ich was machen, ins Trainingslager gehen oder einen Spieler daten oder eine Spielerin halt daten oder sowas, ne? Kannst du hier leider gar nicht machen. Wäre ja nochmal eine Option vielleicht. Nur leider, weißt du, mich guckt ja keiner. Ich scheiße Deich, du, aber scheiß drauf, weißt du, wir machen einfach weiter. Guck mal, wir drücken mal hier auf weiter. Da passiert auch gar nichts diese Woche. Gar nichts passiert. Und ja, dann würde ich sagen, ziehen wir es durch jetzt. Ziehen wir es durch, warte, ich trinke mal einen Schluck, dann haben wir auch gleich wieder. Warte. Oh, das schmeckt mir aber. Ein Kaffee am Morgen, ne? Vertreibt Lümmel und Sorgen. So, jetzt haben wir hier Wolfsburg VfL, nicht? Und zwar, zweite Frauenbundesliga Nord sind wir immer noch unterwegs. Dann haben sie was geändert mit diesen regelbasierten Aufstellungen. Haben sie irgendwie was geändert? Die Grundordnung wollen wir beibehalten, das ist zum Beispiel neu. Der stellt dann immer hier diese Sachen auf. Und angeblich klappt das jetzt besser. Das klappt tatsächlich besser, weil unsere Torwarttante hier drin bleibt. Aber die hat doch ordentlich Form gewonnen. Die hat zu 0 gespielt, glaube ich. Im letzten Mal, ne? Nee, hat sie gar nicht. Wir haben ja wieder unentschieden. Ich weiß gar nicht mehr. Oder haben wir sie ausgewechselt? Ich glaube, wir haben Halbzeit, haben wir sie ausgewechselt. Kann das sein? Irgendwie so? Auf jeden Fall hatte sie die Null. Ist die Form jetzt auf jeden Fall. Auf alle Fälle ist die Form hochgegangen. Ganz egal, wie und was. Und das ist schon mal sehr schön. So. Der Gegner hat eine Durchschnittsstärke von 6,4. Wir haben eine 7,1. Wenn ich das jetzt mal alles so richtig deute. Also was ich meine festgestellt zu haben. Wir haben ja am Anfang der Saison, weil wir halt so viele Niederlagen schon haben und es kommt nicht rein. Aber wir werden halt immer besser, weil unsere Eingespieltheit auch immer hoch geht. Ist ja klar, ne? Und ich denke, da hängt sehr viel dran. Wenn man jetzt am Anfang genommen hätte, was schon eingespielt gewesen wäre, wären wir bestimmt besser da gestanden, ne? Aber das muss ich halt erstmal alles so ein bisschen einpegeln bei den Mädels und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir uns dummerweise natürlich überhaupt nicht den Gegner angeguckt. War wieder sehr schlau. Aber ich bin wieder hier am Labern und komme wieder nicht klar. Verstehst du? Wir werden jetzt hier die Wolfsburger, wenn wir jetzt einfach platt machen. Das habe ich mir jetzt so vorgenommen.
Jetzt habe ich auch wieder nicht geguckt. Ey, ich fasse es nicht. Ja, wir gucken, wir machen einfach. Wir spielen einfach mal los. So, ich hoffe, der Sound vom Game könnte jetzt ein bisschen leise sein. Da müssen wir halt echt nochmal irgendwie gucken. Ey, das ist doch scheiße, wenn ich alles neu einstellen muss, weißt du. Da hast du über Jahrzehnte hinweg, hast du einmal dieselben Einstellungen, auf einmal machst du das Ding an und alles ist anders. Also das kann ja wohl nicht wahr sein, ich muss doch irgendwas nicht in Ordnung sein. Mein Rechner entwickelt ein Eigenleben. Schussvorwurf, das war ja mal miserabel. Und dann möchte ich euch gerne mal von einem Erlebnis berichten. Ich war nämlich Teil einer historischen, eines historischen Ereignisses, jawohl. Ich war nämlich unter den Zuschauern von Borussia Dortmund und der Frauenmannschaft, jawohl. Ich habe mir das Freundschaftsspiel Borussia Dortmund gegen 1860 München angeguckt, der Frauen. Da war ich im Stadion, in Rote Erde war ich nämlich mal, und habe mich da hingesetzt mit 1300 Zuschauern in einem Kreisligaspiel. Wer hat denn sowas schon mal erlebt, bitte? Und da war ich da mit meinem Sohn, der hatte mich dazu eingeladen quasi, und sind wir hingefahren, haben uns das angeguckt, war super, war toll, also ich fand das richtig geil. Das ist wie, weißt du, also Signal Iduna Park in klein, ne? Weißt du Bescheid? Das war einfach nur toll. Ich bin immer noch schwer begeistert davon und ich finde das einfach super. Und die waren richtig gut, die Mädels, ne? Dafür, dass das eine Kreisliga-Mannschaft ist, haben die es echt drauf, finde ich. Muss man ganz klar so sagen. Fand ich schön. Würde ich gerne öfter machen. Also würde ich öfter mal hinfahren, ich weiß ja gar nicht, wo ihr alle wohnt. Ich komme ja hier aus NRW, ne? Und NRW ist einfach schön. Und, weißt du? Wenn da auch einer irgendwie, wir sind schon wieder hinten, aber ich bin hier gerade am Labern, interessiert mich überhaupt gar nicht, weißt du? Das juckt mich ein Scheiß gerade. Ich weiß nicht warum. Ist ja besser. So. Pass auf. Wollen wir jetzt mal irgendwas machen? Die Frau Rolle wieder, ne? Das ist doch zum Kotzen. Rieke. Rieke wechsle ich schon mal aus. Weiß auch gar nicht, hier habe ich doch eigentlich hier so rechtes Mittelfeld, hatten wir doch eigentlich was richtig Tolles. Weiß gar nicht, warum die spielt, ne? Linkes Mittelfeld. Haben wir gar nicht. Da hatten wir aber auch irgendwie eine hingestellt, ne? Da hatten wir mal irgendwie eine hingestellt. Ich weiß es nicht, ne? Ich weiß es einfach nicht. Aber Frau Hermes, da muss ich ganz klar sagen, das ist kacke. Das ist richtig kacke. Oh, Frau Zimmer. Wo ist denn hier Frau Zimmer? Hier, rechtes Außenverteidiger. Selina Baum. Wie sieht es denn da aus? Frau Baum hat eine 3, immerhin. Tja, ich glaube, ich werde nur schimpfen heute. Ich werde mir hier die Zimmer vornehmen. Frau Zimmerchen. So läuft das nicht. So eine Halbzeit möchte ich nicht mehr sehen. Ganz klar, da habe ich meine eigene Meinung. Da bin ich also voll dabei. Hermes. Fräulein Hermes, ich werde es nochmal versuchen mit dir. Aber sowas will ich nicht nochmal sehen, damit das mal klar ist hier, ja. Und, ja. Dann haben wir, was haben wir denn hier? Wir haben eigentlich hier so Sachen, Schusskraft, Schnelligkeit und Ballbehauptung. Sie könnten wir an Sina Anger, kann man das irgendwo... Kann ich denn jetzt hier nochmal irgendwo hin? Genau, Taktik ändern. Nee, das war's nicht. Und jetzt habe ich ein Problem. Nee, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das ist vielleicht auch nochmal eine kleine, aber süße. Weißt du. Ah ja, ich komme so zurück. Anweisung gern. Angriff, Mann decken. Zielspielerin. Was haben wir gesagt? Wie hießen die jetzt? Anger war es, ne? Angler. Ja. Aber wie war das jetzt so irgendwie? Schwachpunkt nach. Ne, das war ja. Das ist der Quatsch. Hier muss das hin. Anger. Ich bin total daneben, ne? So. Das machen wir so. Und wir lassen das einfach mal so und wir gucken mal, was passiert. Jetzt kacken wir hier schon wieder ab. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Burmann, 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 Blumenberg, was für ein schöner Name. Amar, Enkelmann schießt, aber in die Wolken. Also das war echt super, ne? Also wenn man sich, wenn man, ja, wenn ihr auch aus NRW seid und ihr da vielleicht so ein bisschen Affinität hättet, könnte man ja sogar mal sagen, in so einem Heimspiel oder so, kann man sich ja mal irgendwie zusammensetzen, ne? Würde ich machen. Also wenn ich eh da bin, ne? Warum nicht? Da haut die Melanie aber einen raus, du. Das war ja ein richtig geiles Ding, wa? Hast du das gesehen? Wie heißt die nochmal? Melanie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Das sind nicht unsere hier. Melanie Schuster, dies muss wohl vom Bernd Schuster sein. Der hat auch mal so Dinge rausgehauen, ne? Die Tochter oder so. Da müssen wir mal forschen, ne? Melanie Schuster, der hier, Tatsache, ne? Was? Kommt schon, Mädels. Freistoß Tessa Blumberg. Wohl unsere Mannschaft nicht. Junge, da haben wir schon wieder verkackt hier. Das wird natürlich für die Frau Rolle äußerst kacke sein. Jetzt waren wir gerade glücklich, dass sie ein bisschen in Form war. Wir müssen natürlich nochmal auswechseln. Frau Tappe, jetzt komm. Jetzt kommt Mädels. Schuster, komm. Wolf, mit der Flanke. Tellebrücke, komm. Jawohl, ich liebe diese Tellebrücke, ne? Ich finde die richtig toll. Du bist mein Mädchen. Echt? Da bin ich sehr glücklich, dass ich hier dich in meiner Mannschaft habe. You know what I mean? My sweet Marina. So, pass auf. Melanie Schuster, was haben wir denn noch so drauf? Defensiv. Will dich nicht auswechseln, ne? Damit wir uns da mal richtig verstehen. Aber weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt Folgendes. Genau. Wir machen jetzt Melanie Schuster, lassen wir hier im offensiven Mittelfeld. Maren Tellebrücker lassen wir hier im defensiven Mittelfeld. Und wir werden Frau Berning einsetzen in zentraler Mittelfeld, Offensive. Noch zusätzlich. Oder lassen wir sie als die Stürmerin eigentlich? Habe ich da nicht aufgepasst wieder? Die ist Stürmerin, ne? Ich lasse sie als hängende Spitze agieren, so ein bisschen vielleicht, ne? Hier über links. Dann lassen wir sie noch hier so ein bisschen offensiv sein. Und hier so ein bisschen über links, so, ach, über links, ey, ich verandere das andere links, bitte. Und dann haben wir hier Frau Stürmerin. Und dann werden wir die Taktik, was sollen wir da machen? Taktik werden wir ändern. Genau, wir werden hier über rechts, das haben wir schon so eingestellt sogar. Da werden wir uns aber vielleicht nochmal eben den Gegner an, das sieht gut aus, ne? Hier ist auf jeden Fall, würde ich fast sagen, ein Ticken schwächer. Also werden wir hier jetzt schön über rechts kommen, hier durch die Lümmel durchlümmeln und dann gehen wir da durch. So. Und. Nix und. Was ist denn jetzt los? Komm, Mädels. Da kommt die Frau Zimmer. Jetzt kommt Frau Zimmer. Jetzt pass auf. Hellebolka. Schuss. Ich werd bekloppt. Haut die zwei so Dinger raus, Alter. Hast du das gesehen? Sie ist die Tochter von Bernd Schuster. Da lege ich mich jetzt fest. Das geht gar nicht anders. Hör mal, wir waren super. Guck dir das mal an hier. Wir haben 3-3. Wir haben 2-0 hinten liegen. Das war ein Spitzenspiel. Elfmeter. Ich kack ab. Ich scheiß in Teich. Was ist denn jetzt los? Wieso das denn? Das war unsere. Ich dachte, das wäre gegen uns. Ich hau mich in die. Ja, guckt ihr das an, Leute. Seht ihr das? Seht ihr das? Wir haben 4 zu 3 gewonnen. Das erste Mal in diesem Leben. Ich werde bekloppt. Wir haben ein Spiel gewonnen. Wir sind raus hier aus der Abstiegszone. Wir haben, oder? Das ist Relegation hier jetzt, ne? Ja, aber aus. Guck mal hier, ein grüner Punkt. Ich werde bekloppt, dass ich das noch erleben darf. Das in meinem Alter. Maren Tellebrücker hier wieder in der Elf des Tages, Junge. Ich werde bekloppt. Die ist echt stark. Ich bin richtig froh, dass ich die habe. Glaubt mir doch, glaubt mir doch. Ey, wir haben 4 zu 3 gewonnen. Nach einem 0 zu 2. Also die Moral ist da. Moral ist sowas von da. Ne? Das ist alles sowas von da. Das gibt's gar nicht. Ich sag's euch, Leute. Mit diesem wunderbaren Sieg gehe ich jetzt hier in die Halbzeit und sag mal. Und sagt mir mal bitte, wie es ist mit dem Sound. Ist es vielleicht sogar besser als vorher oder müssen wir da noch was ändern oder müssen wir den Spielesound vielleicht noch ein bisschen lauter machen, aber das gucke ich mir auch gleich nochmal an. Das wäre alles möglich. Wenn jetzt irgendwie was Kacke ist, dann tut es mir leid, aber ich denke mal, nächstes Mal wird es dann auf jeden Fall besser sein, weil ich mir das jetzt nochmal
Gemüte führe und denk mal drüber nach. Ne? Die Frauen brauchen Unterstützung von Borussia Dortmund. Geht ins Stadion. Rote Erde. Das ist ein legendärer Stadion. Also, macht es gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.